This is a hold-up. Anybody moves, I get hurt. Hold it. I said, don't move. You're not going to pull any trigger. Shut up, or I'll kill you. I'll kill you. I said, I'll kill you. Stuffer. Stuffer, no. Kill you. No. You're not going anywhere. No. Let's go. Get a move on. You're coming with us. Dozens of robberies a day. We can't put a policeman on every corner. Criminals like that shoot to kill. We should never provoke them. I was frightened and humiliated. You have no idea how frightened I was. I know they were armed, but it was more than that. It's a question of self-respect. I'll kill them if I find them. You gone crazy? You think it's that easy to make a contact in the underworld? They can smell you a mile away. That gang generally hits three banks in a row. While the police race to the first bank, they're already robbing the second one. Then they hit the third. What do you need? Two sawed-off shotguns, a Tommy gun. Is it for you? No. Who wants it? Well, they want to stay undercover. They come from out of town. Even tellers are instructed not to resist in cases of armed robbery. You were not very wise to defy them. Wise? I didn't defy anybody. I was just trying to get my money. I sweat for it, understand? Oh, was ist denn das? Nach längerer Zeit mal wieder eine Folge der Bahnhofs Kino Extended Edition. Lang ist es her, dass wir sowas gemacht haben. Ich glaube mindestens 3 bis 6 bis 12 Monate. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall viel zu lange. Und viel zu lange ist es her, dass ich in diesem Rahmen mit einem meiner absoluten Lieblingsgäste sprechen konnte, nämlich dem André Wenzel. Hallo André. Sei mir gegrüßt, Patrick. Meinem Lieblingsmoderator. Ja, das kann ich so sagen. Obwohl, das können sich andere Leute gerne in die Ohren schreiben, der es vielleicht zufällig hört. Ich will keinen Namen nennen. Hallo Patrick. Hallo. Oh, zu viel der Ehre. Also, wir haben ja letztes Jahr miteinander gesprochen, aber wenn Menschen nicht Geld in die Hand genommen haben und in den Mediamarkt ihres Vertrauens gerannt sind oder zum Online-Versender ihres Vertrauens da irgendwo einen Button geklickt haben und 20 Euro in die Hand genommen haben, dann haben sie natürlich nicht gehört, dass wir über Hügel der blutigen Augen im Todestal der Wölfe gesprochen haben. Zwei, also Hügel der blutigen Augen, zwei im Todestal der Wölfe. Ja, und selbst wenn sie es haben, wissen sie es vielleicht nicht initial, weil mein Name taucht nicht auf. Ich wollte es nur noch mal sagen. Das tat mir sehr leid. Wenn ich das Ganze noch anmerken darf, das ist eines der wenigen Dinge, das piekst mich noch immer so ein bisschen. Ich hätte es cool gefunden, zu sagen, oh, guck mal hier, Leute, hier, guck mal auf dieses Mediabook. Ja, ich wollte auch an die Leute im Qualitätsmanagement bei Plyon Pictures ran und denen zumindest ein bisschen schlechtes Gewissen machen, habe da auch darauf hingewiesen. Und da kam nur sowas zurück wie, ja, okay, danke für den Hinweis, nächstes Mal passen wir besser auf. Ja. Ich stellte dann aber auch fest, also ich weiß nicht mit einer gewissen Genugtuung, aber ich stellte einfach nur fest, dass sowas anscheinend häufiger passiert. Das gleicht es wieder aus. Also es gibt ja so ein, ich wollte gerade sagen legendären, aber legendär in dem Sinne, einfach nur, er ist einfach nur alt, den älteren Audiokommentar von mir zu Mandy und auf der Blu-ray steht auch hinten drauf, Audiokommentar von Stefan Jung. Also, okay. Ich glaube, damit muss man einfach in diesem Business leben. Ja. Ich nenne es Business, als ob man damit Geld verdient, aber das ist nicht der Fall. Da ich allerdings vermutlich annehme, dass es das einzige Mal in meinem Leben sein wird, dass ich in diesem Business unterwegs bin, wie gesagt, schade, aber egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Ich frage dich trotzdem wieder, also falls noch mal eine Möglichkeit kommt. Okay, danke. Weil ich weiß, also das Gesetz der Serie will es ja, da mir jetzt schon dieser Scheiß passiert ist und dir schon dieser Scheiß, dass es einfach beim nächsten Mal entweder uns beiden passiert, dass da nämlich dann auf der Rückseite steht, weiß ich. Markus Stieglegger und Christian Kessler. Sowas, ja. Ich hätte es einen anderen Namen genannt, der weniger nett gewesen wäre, aber ja. Das sind ja noch relativ coole Leute. Tja. Also, ja, genau, das wird da passieren. Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Von Enzo G. oder G. Castellari, über den sprechen wir heute Abend. Ist das nach deinem Geschmack? Das ist absolut nach meinem Geschmack. Das ist ein sehr guter Film. Gut, dass du ihn ausgewählt hast. Habe ich ja nicht. Wie sind wir nämlich drauf gekommen? Wir waren zusammen im Kino und wir haben einen Poliziotesco gesehen von Umberto Lenzi und fanden die beide ganz gut. Kannten wir ja auch schon. Und dann sagtest du zu mir, Patrick, ein richtig guter Poliziotesco ist Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Über den würde ich gerne mal sprechen. Ja, und vermutlich kann man jetzt schon wieder darüber streiten, ist es überhaupt ein Polizitesco, ne? Aber egal, was soll's. Ja. So, er war aber so am Rand entlang, es kommen Polizisten drinne vor. Ja, richtig, ja. Das muss man sich ja häufiger fragen. Ich habe da, glaube ich, zu einer der letzten Sette Jolly-Routen auch Der Tod trägt schwarzes Leder mitgebracht, zu den Abspannguckern. Und da muss ich mich ja auch dafür rechtfertigen, dass es eigentlich kein wirklicher Giallo ist, sondern ein halber Polizitesco. Ja, come on. Also,
Das ist eben hier diese Sub-Sub-Genre-Welt des Italo-Kinos, die ist kompliziert. Es ist ein Rachefilm, richtig? Genau, genau, und ein Viertel Polizitesco. Es kommt eben nicht viel Polizeiarbeit drin vor. Aber es wird ermittelt. Also es wird ermittelt, aber eben nicht von der Polizei. Also es ist schon ein Procedural, möchte ich sagen, weil Franco Nero ermittelt ja, aber er macht es eben als Privatmensch. Und sagen wir mal, wenn die Polizei ihre Arbeit machen würde, dann gäbe es diesen Film ja auch gar nicht. Ja. Die Eckdaten, um das gleich mal aus dem Weg zu räumen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Wir reden über einen Film von Enzo G. Castellari aus dem Jahr 1974. Ein Mann schlägt zurück, alternativ ein Bürger setzt sich zur Wehr. Im englischsprachigen Raum verliehen unter Street Law oder im Original Il Cittadino si Rebella. Ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei Ein Bürger setzt sich zur Wehr, weil das ist eben der Titel, der auch nicht nur am coolsten klingt, sondern eben auch dem Originaltitel am nächsten kommt. Mhm. In den Hauptrollen Franco Nero, Giancarlo Prete, Barbara Bach, Renzo Parma und den Rest kann man weitestgehend vergessen. Nicht, weil sie so schlecht sind, sondern einfach, weil sie nicht viel zu tun haben. Und vielleicht auch noch maßgebliche zu nennen, Guido und Maurizio De Angelis hier, Oliver Onions, die beiden Brüder an der Musik, an der Orgel, wollte ich sagen. Kamera von Carlo Carlini und Produktion von Mario Jackie Gori. Und Drehbuch von den Herren Dino Maiuri und Massimo Di Rita. So, Inhaltsangabe noch verlesen und dann auf ins Gefecht. Dr. Butcher, schreibt ihr bei der UFDP. Ach, Dr. Butcher. Das sind, glaube ich, so Nicknames oder die begibt man sich mit 13 und irgendwann guckt man dann mit 33 oder 53 drauf und denkt sich, ach, das klang mal sehr cool. Du, Kioma 02, ich sag's immer wieder. Das ist damals bei YouTube irgendein so ein Nutzernamen, irgendwas. Ich fand den Film mal toll. Ja, klick, klick, klick. Und findest dann den Film immer noch toll, wenn man darüber geredet. Ja, natürlich, aber irgendwann später, als ich mal eine in Anführungszeichen YouTube-Karriere hatte von mir aus, war das eher hinderlich. Und dann dachte ich auch irgendwann mal, ja gut, was Pfiffigeres hätte ich mir auch entfallen lassen können. Aber naja, gut, was finde ich nicht. Ich finde das gut. Okay. Und solange man ja hinter dem Computer, in der Isolation hinter dem Computer bleibt, ist das ja auch alles cool. Schlimm wird es eben nur, wenn man zu irgendwelchen Fantreffen geht und dann ist man eben ein Mann um die 50 und wird begrüßt mit, ach, da ist er ja, der Dr. Butcher. Ja, das ist, stimmt. Aber auch das ist mir passiert. Ich war einmal in meinem Leben bei so einer Art Fantreffen gewesen und wenn ich dann alle Leute mit Hey, Kioma ansprechen. Je nach Laune ist man dann entweder geschmeichelt oder denkst irgendwie, ja, hi. Das ist schon cool, ehrlich gesagt. Also mein Standard-Go-To-Nickname in irgendwelchen Internetforen war ja um die Nullerjahre rum Ren Hoek aus Ren and Stimpy, die Figur. Ah. Also dieser cholerische kleine Chihuahua. Und das hätte ich viel unangenehmer gefunden. Also ich meine, es ist weniger cool, wenn du als solcher angesprochen wirst, als hier Franco Nero, als Kioma. Das ist schon ziemlich cool. Okay. Ich wiederhole es so gern zum 10. Mal. Also ich finde das gut. Dr. Butcher schreibt jedenfalls in der UFDB. Nach einem Überfall auf eine Postfiliale wird Carlo Antonelli von den Gangstern entführt und aufs Übelste zusammengeschlagen. Enttäuscht von der Polizei, die nicht fähig ist, ihm zu helfen, startet Antonelli seinen ganz eigenen Rachefeldzug. Das ist eine korrekte, inhaltlich korrekte Inhaltsangabe. Darüber freue ich mich schon mal, denn ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen, die offenbar entstanden sind, also deutschsprachige Rezensionen, die entstanden sind vor der Filmartveröffentlichung und die kriegen eben diverse Handlungsdetails so nicht auf die Reihe. Da wird dann irgendwie aus Carlo Antonelli ein Fotoreporter und also ich habe ganz wilde Sachen gelesen und dachte, okay, also anscheinend haben die nur diese übelst zusammengekürzte deutsche Fassung gesehen, die einige Details sehr im Wagen lässt über die Figuren, die hier die Hauptrollen spielen. Wann bist du dem Film zum ersten Mal begegnet? Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Das kann ich so jahremäßig nicht mehr sagen, aber es muss so noch, ich habe den damals in der noch alten Filiale von Videodrom auf Videokassette sogar noch ausgeliehen und das ist eine Weile her, ich weiß gar nicht, wie lange die sind schon, auch schon bald 15, 20 Jahre da umgezogen. Oh, ich nagel dich nicht drauf fest, sag was ja, gut, du willst. Sagen wir mal um die Jahrtausendwende von mir aus, so könnte so ungefähr hinkommen. ist also schon eine ganze Weile her. Es gab jetzt noch nicht mal allerdings eine große Geschichte, warum ich den ausgewählt habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurde mir zum ersten Mal gewahr, vermutlich, dass Enzo G. Castellari ein guter Regisseur ist und die Sachen, die ich bislang von ihm gesehen hatte, also namentlich Kioma und vermutlich Metropolis 2000 plus vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt einfach nicht mehr weiß, dachte ich mal, was gibt's denn da sonst noch? Und Franco Nero mag man ja eigentlich immer, wenn er irgendwo auftaucht und deswegen das Ding einfach mitgenommen. Ich denke mal, das war noch nicht mal irgendwas, wo es irgendeine Empfehlung von Christian Kessler oder sowas gab. Ich glaube, den hat er nie irgendwo besprochen, zumindest meines Wissens nach. Einfach mitgenommen und hat mir sehr gefallen. Das ist jetzt einfach mal die Geschichte. Manchmal ist es auch ganz einfach.
Es handelt sich hierbei um die zweite Zusammenarbeit von, ich glaube, Franco Nero und Enzo G. Castellari nach Tote Zeugen singen nicht, der auch hervorragend ist, den wir auch mal gerne irgendwann rausholen können, hier aus der Box, um ihn zu rezensieren. Und ich glaube, hiernach haben sie noch 5 weitere Filme gemacht. Und ich glaube, so ihr Megameisterwerk, ihr gemeinsames Kioma, haben wir eben auch schon rezensiert. Und es wird sich herausstellen, ob ein Bürger setzt sich zu Wehr damit Schritt halten kann. Also qualitativ. Muss es aber auch gar nicht, denn es ist ein vollkommen anderer Film. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil normalerweise fange ich immer so ein bisschen gerne an mit etwas Anekdotischem, aber ich habe nichts Anekdotisches, weil ich den Film jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen habe vor plus minus 4-5 Tagen. Und dann noch ein halbes weiteres Mal mit dem Audiokommentar von Dr. Professor Markus Maria Stiegelegger. Und dabei eingeschlafen bin, aber diese anderthalb Male waren relativ toll und am tollsten war es eigentlich, den mit der deutschen Tonspur zu sehen und mit all den Szenen, die offenbar für die deutsche Videoveröffentlichung damals rausgeschnitten wurden und die sind zahlreich und da wunderte ich mich doch, was es für ein Erlebnis sein muss, diesen Film zu gucken in dieser 80, 85-minütigen Rumpffassung. Das? Weil die komplette Ermittlungsarbeit fehlt. Ja, nicht nur das, es fehlen ja sogar ein paar Szenen, zumindest jetzt, wie ich das so gesehen habe, die auch so ein bisschen die Unterwelt jetzt nicht unbedingt ein gutes Licht stellen, aber so ein bisschen Kontext bieten und das auch so ein bisschen zeigen, so nach dem Motto, ja, na gut, haben sie es ja auch nicht. Also vor allen Dingen halt die ganze Geschichte hier von Franco Negros Kompagnon, wo er erzählt, wie er in die kriminellen Kreise abgerutscht ist, die ist ja komplett rausgeschnitten. Ja. Und da dachte ich auch so irgendwie bei mir, anscheinend hatte damals der deutsche Verleih kein Interesse daran, etwas in Anführungszeichen, etwas Differenzierteres zu zeigen, sondern einfach nur, Franco Nero ist der Rächer. Wobei, das ist ja auch nicht so wirklich in dem Film, kann man ja auch schon mal sagen. Er bietet ja eine eher traurige Gestalt die meiste Zeit ab. Ja, das ist wahr. Und das fiel mir eben auch sofort auf, Franco Nero ist ein, ja, ich möchte nicht sagen, er ist ein Waschlappen, er ist einfach nur so ein Typ wie du und ich auch, nämlich Menschen, die erstmal mit Fassungslosigkeit und Entrüstung und einfach einer kompletten, die erstmal erstarren im Angesicht der Gewalt und der Kriminalität, die ihm begegnet. er sitzt da mit Tränen erfüllten Augen, also steht er da in der Bank, die gerade überfallen wird und ist komplett fassungslos, ob der Dinge, die da geschehen. Und dachte, ach, das ist aber ungewöhnlich. Also da habe ich mir ein bisschen mehr Tatkraft erwartet von Herrn Nero gleich zu Beginn. Ja, er will ja nur das Geld gleich wegnehmen, was er gerade einzahlen wollte. Ja. Auch das wirkt so unglaublich hilflos. Aber gleichzeitig muss man ja ganz klar sagen, hätte er einfach bei sich behalten und hätte sich ganz einfach so verhalten, wie man es eigentlich erwarten würde, also einfach mal die Füße stillhalten, dann wäre das Ganze nicht so böse ausgegangen, wie es dann im Laufe des Films dann halt so geht. Er will ja die Kohle greifen. Ja. Das merkt dann ja einer von den Bankräubern, macht dann natürlich das, was halt ein Bankräuber macht, nimmst du die Finger da weg, so, hier, 2 links, 2 rechts und gut ist. Aber Franco Nero wehrt sich auch noch so ganz kurz und dann ist natürlich sowieso klar, dass der ganze Kram eskaliert und damit hat er das Große losgezogen und der wird ja dann einfach mal von denen als Geisel mitgenommen. Ja. Und dann noch ein bisschen zusammengeschlagen. Das klingt alles so harmlos. So. Die machen eben, was Bankräuber so machen und da wird er ein bisschen zusammengeschlagen. Das ist schon stark traumatisierend für ihn, also für unseren Protagonisten Carlo. Der ist wirklich durch in dem Moment. Und der macht dann eben das, was viele Männer in italienischen Produktionen dieser Zeit tun. Sie gehen eben nach Hause und lassen es erstmal an der Ehefrau oder Freundin aus. So, hier. Du stehst gar nicht zu mir, du unterstützt mich mal in dem, was ich hier tue. Ich habe so einen Hass auf die und ach komm, hier, komm, Carlo, komm zur Vernunft, sagt Barbara, also gespielt von Barbara Bach, seine Freundin. Und er haut dir erstmal eine rein. Ja. Ganz und, schlimm. Ja, tatsächlich muss ich ganz offen zugeben, noch ganz kurz mal zurück zu halt der Stelle, wo er dann halt im Auto wieder wacht, nachdem er halt von den, also die Bankräuber flüchten ja dann mit einem anderen Auto, indem sie lassen ihn in ihrem Fluchtauto zurück, haben ihn noch zusammengeschlagen und der liegt ja erstmal noch relativ besinnungslos rum. Er steht dann auf, wird halt fotografiert, weil die Leute sind dann hingegangen, die Presse ist da und ich kann mir nicht helfen. Also ja, also vermutlich wird er traumatisiert sein, aber für einen ganz kurzen Augenblick hatte ich so das Gefühl, das Schlimmste für ihn ist vermutlich eher so die Demütigung, die er so gerade hat, dass er so auf dem Präsentierteller sitzt wie er, ein anständiger Bürger. Der das Geld, was er gerade mit seiner Hände Geld erarbeitet hat, einzahlen wollte, das geht doch nicht.
Er hat doch alles richtig gemacht. Ja, ja, ja. Wobei, es ist ja auch schon, wir sehen ja quasi in so einer Art Prolog, wie ein Einbruch stattfindet in eine Privatwohnung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das seine Wohnung, ja, oder? Die da ausgeraubt wird. Inklusive auch Kommentaren der Einbrecher, die da sagen, ja, hier kommen, die Regierung kann uns mal und die tut ja nichts für uns und das ist unser gutes Recht hier, uns das Geld einfach zu nehmen von irgendwelchen Leuten, unbescholtenen Bürgern, wie du es gerade ausgedrückt hast. Und das sagt ja auch der Film so, Falconero ist eben unbescholtener Bürger bis dahin. Und finde ich schon stark. Also er ist ja eigentlich schon zu dem Zeitpunkt extrem vorbelastet durch diese Erfahrungen der jüngsten Zeit. Und dass ihm dann auch noch sowas passiert, ich glaube, da würde jeder von uns brechen. Also seelisch. Nicht in dem Sinne, wir gehen jetzt nach Hause und verprügeln unsere Ehefrauen. Aber man könnte mal schon mal so an Rache denken. Ja, wir machen es nicht. Ich bin einfach der Meinung, er ist ganz einfach so der Wutbürger, der halt jetzt... Das war schon immer in ihm drinne gewesen, sage ich jetzt mal. Dass er gleich mal so einen Wutausbruch gegenüber seiner Frau hat. Also, wie soll ich das sagen? Er ist ja eine ganze Menge, die bei ihm unterdrückt worden ist. Ich glaube, es hat so ein Ventil gebraucht, damit es endlich mal rauskommt. Ja. Ganz. Und eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, ist, du hast ja gerade erwähnt, zu Beginn hier wird seine Wohnung ja schon ausgeraubt und die Einbrecher finden nichts und sie zünden ja sogar ein Feuer drin an. Ja, ja. Er hat ja so ein, ich habe das nicht so ganz verstanden, er hat so eine Art Wahlspruch an der Wand hängen. Italien muss aufstehen. Ja. Ist das etwas Linksgerichtetes von ihm? Also war er in der Vergangenheit vielleicht mal tatsächlich einer, der für die Belange der Arbeiterklasse eingestanden ist? Oder ist das irgendwas, was aus dem Zweiten Weltkrieg noch hervorkommt? Ich würde eher sagen Letzteres. Also im Angesicht des damals gängigen politischen Klimas. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Mir ist aber auch aufgefallen, ja, tatsächlich. Weil da hatte ich echt noch so gedacht, ja, und jetzt... Habt ihr das? Ihr habt große Reden gesprungen, nichts gemacht, weil diese ganzen Polizisten, diese ganzen Filme aus der Zeit, ja, sind ja auch aus einer sozialen Spannung heraus entstanden. Arbeitslosigkeit, Verbrechen steigen an, die Leute aus dem armen Süden sind halt in den Norden hochgegangen und da gab es nichts für sie und sie wurden halt ausgebeutet. Da habt ihr, das ist jetzt eure Revolution, ihr habt nichts gemacht, außer geredet und jetzt kriegt ihr halt das Ergebnis, weil danach kommt ja dann eine ganze Abfolge einfach nur von Gewalttaten, die mit dem Film weiter nichts mehr zu tun haben. Und wir sehen es halt einfach mal, wie es so ist, ja gut. Jetzt habt ihr eure Revolution, gefällt euch auch nicht, ne? Das ist das Ergebnis von euren großen Worten. Ja, dieser Zeitungsausschnitt erlaubt wirklich mannigfaltige Interpretation. Und ich glaube, um jetzt mal noch um eine weitere Ecke, um die Ecke zu denken, vielleicht ist es auch das, was den Rezensenten der Kritik, die ich gelesen habe, dazu veranlasst hat, zu glauben, er sei ein Fotoreporter, weil bei ihm diese Zeitungsausschnitte da hängen. Weil der Rezensent auch schreibt, er habe nur die kürzere Fassung gesehen und eine englischsprachige Version, die auch wiederum gekürzt ist. Und da fehlt eben jeglicher beruflicher Kontext, in den hier die Figur von Carlo Antonelli eingebettet wird. Und er ist nun mal kein Fotoreporter. Er ist Ingenieur, Forscher, er arbeitet in einem Labor mit einem Kompagnon. Genau. Er hat einen ehrenwerten Job. Er ist ein ehrenwerter Bürger. Ja. Wo waren wir? Wir waren jetzt gerade dabei, er kommt nach Hause, traumatisiert und ohrfeigt erstmal Frau Ringo Starr. Ja, richtig. Nachdem er eben von der Polizei auch noch gedemütigt wurde. Oder kommt das später? Ich glaube, zuvor sitzt er eben auch noch beim Verhör bei der Polizei, ne? Genau. Und dann heißt es eben auch so, ja, da können wir nichts tun. Die entkommen uns eben eh immer wieder. Wir nehmen zwar ihre Zeugenaussage auf, aber richtig ändern wird das an der Sachlage nichts. Das sind eben diese schlimmen Buben, die erwischen wir eh nicht. Ich muss auch offen zugeben, der Hauptkommissar, ich hätte ja zumindest ein bisschen erwartet, dass er vielleicht so ein bisschen resigniert reinblickt, aber dem ist das alles scheißegal. Also er strahlt doch wirklich komplett aus, komm, halt die Klappe, ne? Wenn du gehst aus der einen Tür raus, der nächste kommt gleich rein, das ist mir doch völlig egal. Leute wie dich haben wir 5-mal am Tag. Also das ist echt der empathieloseste Kommissar, den ich jemals kennengelernt habe. Er ist wirklich, ja, und deswegen erzählt das hier auch nicht vielleicht wirklich als echter Poliziotesco. Er ist ein wirklich schlichtes Gemüt. Ich war auch am Ende, eigentlich bereitet er uns schon darauf vor, dass er am Ende auch auf diesen auch vergleichsweise schlichten Plan von Carlo und seinem späteren Kompagnon Tommy reinfällt, die ja dann halt so Turmbänder dahinlegen, dazu kommen wir dann gleich noch, und dann habt diesen Plan spielen, so von wegen, ja, der Kommissar wird über diese Turmbänder stolpern und genau das und das daraus schließen. Und ich gucke mir die Szene so an, denke mir, ja, wirklich, der wird vielleicht schon in Frage stellen, wie diese Turmbänder an diesen Ort kommen. Egal, ohne ins Detail gehen zu wollen, natürlich gelingt der Plan, weil der Kommissar hier, der Namenlose, gespielt von Renzo Parma, ist eben so schlicht, dass er an Tatort kommt und sagt, oh, ja, guck mal, da liegen sie ja schon, die Beweise. Ja. Da können wir ja alle nach Hause gehen. Ein einfacher
auch sehr grenzwertig inkompetenter war. Überhaupt fast alle Menschen, die sehr einfach gestrickt sind, im Grunde genommen. Wir haben es hier mit einfachen Menschen zu tun. Aus dem Volk. Im Grade der Gesellschaft brodelt die Wut, muss man so zu sagen. Ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass der Film in Genua spielt. Und es gibt gerade zu Beginn ja schon diese Sequenz, in der hier Carlo Antonelli als Geisel genommen wird, also Franco Nero. Und ich finde das schon mal ganz, ganz toll. Es ist eine der längeren Szenen, also in denen wir unglaublich viel von Genua sehen. Wir fahren unter anderem an der Strandpromenade entlang. Also die Punkräuber lassen sich auch nicht nehmen, diese Verfolgungsjagd da an wirklich den pittoreskesten Orten von Genua zu vollziehen. Ich fand das schon ganz toll. Und im Laufe des Films sehen wir noch viel, viel mehr von der Stadt. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und es ist auch eine sehr gute Verfolgungsjagd. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Castellari verwöhnt es ja quasi gleich zu Beginn, also die ersten 10 Minuten. Erstmal krachend harte Gewalt und dann erstmal gleich. Wir springen immer wieder zurück, aber sollten das auch. Ja, der Vorspann. Ja. Das ist ja nur eine Abfolge von, wo wir sehen, wie Verbrechen begangen werden. Kein Kontext. Und das ist im Grunde genommen auch gut, weil da sehen wir halt ganz einfach, Verbrechen, Gewalt ist allgegenwärtig. Es braucht dafür keinen großen Masterplan. Sie ist halt einfach da. Sie ist da. Man kann nichts dagegen tun. Wir werden quasi in genau die gleiche Verwirrung wie unser Hauptcharakter geworfen, dass wir ganz einfach sehen, gut, okay, was sollen wir jetzt hier machen? Da werden Leute auf offener Straße erschossen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass, ich war zuerst der Meinung gewesen, dass einer von den Leuten, die diese beiden Leute da erschießen, dass es endlich Castellari selbst ist. Aber ich habe da jetzt gerade gesehen, nee, das ist der irgendwann am Ende am Hafen rumsteht. Und einem von den Spitzbuben sagt, nee, die nehmen wir nicht mit. Aber gut. Ja, ich glaube, ich hätte da auf den Vorspann anders reagiert, hätte ich den Film bereits gekannt, weil mein Rückschluss war, als wir diese Abfolge an wahllosen Gewalttaten sehen mit Personal, das im weiteren Verlauf des Films keine Rolle spielt, war, dass da eine große Verbrecherorganisation ganz maßgeschneiderte, eiskalt kalkulierte und geplante Gewalttaten vollzieht und dass all diese Menschen, die da erschossen werden, entweder Politiker sind oder Polizisten oder andere Großkriminelle und dass das auch alles irgendwie tatsächlich sich auch am Ende in die Handlung fügt. Aber darum geht es eben Castellari nicht. Eben geht es, glaube ich, nur darum zu zeigen, Gewalt ist allgegenwärtig und du kannst dir niemals sicher sein. Du kannst morgens zu deinem Auto gehen, die Autotür aufschließen und batsch, kriegst du eine Kugel in den Nacken. So. Und das ist eine Sache, die ich gleich von vornherein noch sagen will. Das finde ich bei dem Film auch ganz großartig. Der, ich sag mal so, Rachefeldzug von Franco Nero, das ist ja jetzt nichts, wo man sagen könnte, so, da legt er sich jetzt aber mit dem Syndikat an. Das geht ja bis ganz nach oben. Man muss ja ganz klar sagen, das, was er eigentlich nur will, ist ja im weitesten Sinne Gerechtigkeit zwischen die drei echt auf der untersten Hierarchieebene von irgendwelchen Verbrechertum herumkrebsenden Bankräubern. Wie gesagt, kein großer Masterplan, wo du dann sagen kannst, so, er hat Don Antonello irgendwie geschlagen. Jetzt ist ein Arm der Krake abgeschlagen, sondern einfach nur, das sind halt im Grunde genommen die absolut untersten Hansel. Das sind halt Bankräuber. Die machen nichts Gutes, ich will die jetzt nicht schönreden, aber die sind halt im Grunde genommen im Großen und Ganzen sind die nichts, ganz klar gesagt. Ja. Das sind halt auch Leute, die kannst du engagieren, wenn du sagst, ja, wir brauchen irgendwie 3 Schlagetots, die mit Maschinengewehren umgehen können, dann holst du die, die machen das, völlig egal. Also, die sind auch nur ein weiterer Teil eines riesengroßen Ganzen, aber halt nichts Bedeutsames. Und eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Und deswegen wäre ich jetzt Franco Nero, würde ich ja sagen, gut, okay, mir ist sehr viel Unbill passiert, ganz große Scheiße. Aber ich habe hier Barbara Bach zu Hause, die ich immer bildschön fand, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Und ist doch eine wunderschöne Frau. Ja, das war irgendwie 1 oder 2 Jahre vor der Spion, der mich liebte, glaube ich. So, und halt dann sage, gut, okay, ich bin zerknirscht, ich hoffe vielleicht das Beste, vielleicht wird es ja doch irgendwie irgendwann aufgeklärt und dann lass ich es gut sein. Aber ihm kochte der Sud komplett über. Er hat ja dieses ganz dumpfe Wutbürgertum, wo er sich denkt, das geht doch nicht, da muss man doch was machen. Und jetzt macht er das, wo normalerweise, wenn das jetzt Charles Bronson jetzt hier wäre, das alles wie ein Uhrwerk laufen würde, der geht irgendwo hin und nichts passiert. Aber das Tolle ist ja, Franco Nero in dieser Rolle, ich kann mir seinen verdammten Rollennamen nicht merken, deswegen sage ich immer Franco Nero. Ja, ja, ist auch in Ordnung. Der verbaselt erstmal komplett alles. Der ist anscheinend der festen Überzeugung, ich habe jetzt hier einen richtig guten Plan, jetzt ermittle ich hier und dann finde ich die und dann Gerechtigkeit, rababa, rababa. Ihr kriegt ja nichts hin. Also ich musste auch sehr, sehr lachen, obwohl es natürlich auch hundsgemein ist, ihn bei diesen relativ langwierigen Ermittlungen zu begleiten. Also der Film gibt sich schon Mühe im Sinne von, wir verfolgen ihn mehrere Minuten einfach durch die Unterwelt von Genua oder das, was er so als, glaube ich, die Unterwelt für sich identifiziert. Im Grunde sind es einfach nur ein bisschen schummrige Kneipen und dunkle Gassen. Und er geht dann eben in irgendeinem
Ich finde diese eine schummrige Kneipe finde ich toll, weil da läuft im Hintergrund ganz leise dieser Oliver Onion-Song aus diesem Buggy-Film von Bud Spencer und Terence Hill. Ja, da läuft Dune Buggy, genau. Ja, fand ich super. So. Ich dachte auch, also mein Gedanke war, die wussten damals, dass sie da einen Hit an der Hand haben und haben sich wahrscheinlich gedacht, das kann nicht sein. Also das ist auch so eine Art, ich glaube fast diegetische Musik in der Szene, dass es irgendwie da im Radio läuft. In dieser Bar und sich dann wahrscheinlich gedacht haben, naja, den Film haben zu wenige Leute gesehen, den können wir einfach ein paar Jahre später nochmal neu rauskramen. Mhm. Fand ich super, ja. Und toll, dass er irgendwie auch zu dem Barmann geht und dann denkt, er bekommt Informationen, ja. Wenn er nur sich da möglichst ominös über den Tresen lehnt und vielleicht auch noch irgendwie da 1.000 Lire zückt, aber der Barmann ihm dann gleich seine beschissenen Undercover-Bullen-Fragen da um die Ohren haut. Mhm. Und das ist eine ganz wunderbare Sequenz, weil, keine Ahnung, in amerikanischen Filmen wahrscheinlich wäre das der Beginn, wo, ja, da musst du, keine Ahnung, zu One Leg Johnny gehen am Hafen. Der weiß mehr. Ah, gut, super. Und dann beginnt halt der Kram, wie man ihn kennt. Rachefeldzug und minutiös irgendwelcher Kram geplant. Hier nicht. Der fliegt komplett jetzt auf die Fresse. Fast ja schon sogar wörtlich gesehen, weil er wird ja dann auch noch fast verprügelt und sein Auto wird verschrottet so ein bisschen. Also, ja. Der Weg eines Rächers ist in realen Leben kein leichter. Ja, ich glaube, Charles Bronson in Ein Mann sieht Rot hätte das alles souveräner gelöst tatsächlich. Ja. Also er ist ziemlich weit unten und dann kommt eben dieser Moment, in dem, glaube ich, seine Figur, wenn ich die Chronologie der Ereignisse richtig noch im Kopf habe, auch wieder ein bisschen aufgebaut wird. Da spricht er nämlich mit seiner Freundin Barbara und er erzählt da von seinem Vater und quasi dem Erbe, dem Leitmotiv, was ihm sein Vater mitgegeben hat, mit irgendwie rebelliere gegen das Unrecht, du musst dich immer zur Wehr setzen, lass dich nicht kleinkriegen und so weiter. Das bequatscht er, glaube ich, mit einem Kollegen, was ist das? Oder irgendwie, richtig, ja. Ja, mit einem Kollegen, richtig. Oder irgendwie, ich glaube, sein Professor ist das gewesen. Er hat anscheinend irgendwie mal Jura studiert oder sowas in der Richtung und das war sein Professorvater, ich weiß es nicht. Also so ganz man weiß nicht ganz genau, was er macht. Er ist eben der Ingenieur. Genau. Aber genau, die arbeiten eben auch so mit so fotografischen Apparaten bei ihm an seinem Arbeitsplatz. Ich glaube, er scheint selbstständig zu sein, weil zu einem späteren Zeitpunkt wird der ältere Herr, mit dem er arbeitet, als sein irgendwie Mitteilhaber oder Mitunternehmensführer, Mitgeschäftsführer bezeichnet. Vielleicht ist es aber auch nur eine Erfindung der deutschen Synchronisation. Keine Ahnung. Aber ja, genau. Diese akademische Type, mit der bespricht er das, nicht mit Barbara. Weil Barbara, mit der muss er sich erst später noch versöhnen. Das dauert noch eine Weile. Aber da wird er wieder aufgebaut, indem er eben so quasi das ideologische Erbe seines Vaters herbeizitiert. Ein Held des Zweiten Weltkriegs. Und dann geht es eben richtig los. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kommt dann auch erst Tommy in die Handlung. Genau. Der von Giancarlo Prete gespielt wird. Dann guckt er ja, glaube ich, in der Bibliothek. Das macht man damals ja noch. Verschiedene Zeitungsannoncen durch. Und guckt sich dann irgendwen raus, wo er dann denkt, okay, die Person, die könnte mir vielleicht echte Verknüpfung zur Unterwelt bringen. Und da stößt er dann halt erstmal so auf drei Leute. Beim ersten fliegt er wieder auf die Fresse. Finde ich auch toll. Also er macht so ein Trio aus, was ganz offenbar so eine Art halt Räubertrio ist. Und den ersten beschattet er dann. Und der kommt dann an sein Autofenster. Hey, hast du Feuer? Hier, gut. Wenn ich weiter beobachte, das kriegst du ein paar aufs Maul. Und er spricht damit sich selber und sagt, wie konnten die mir nur auf die Schliche kommen? Ja, genau. Wie hat er das nur gemerkt? Also, ja. Er fährt diesem Typen tagelang hinterher, bei hellstem Tageslicht, in der Sonne Genuas und wird dann eben auch gesehen. Ja. Und ich muss sagen, da ist der Film relativ weit, also auch in seiner Figurenzeichnung, relativ auch differenziert und auch ein bisschen selbstironisch, möchte ich mal sagen. Man muss ja dazu sagen, Ein Mann sieht Rot, also Death Wish, war erst ein paar Monate zuvor in den amerikanischen Kinos rausgekommen. Und dieses ganze Subgenre des Rachefilms oder Rape and Revenge Films, was ja Death Wish mehr ist als ein reiner Rachefilm, war noch relativ frisch. Und Ein Bürger setzt sich zur Wehr, geht schon irgendwie sehr, sehr reflektiert mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Hauptfigur um und ist, zeichnet halt nicht einfach einen Mann, dem alles gelingt und der sich seiner Sache so sicher ist, sondern jemand, der immer wieder auf Grenzen stößt, auf Hindernisse und daran fast zu scheitern droht oder fast zu zerbrechen droht. Und wir können jetzt nicht sagen, ja, er ist auch nicht Charles Bronson, es ist Franco Nero. Der hat ja auch so ein gewisses, ich sag mal so, ein gewisses Männlichkeitsbild gehabt. Also er war Django gewesen. Also wenn der halt gegen so eine Mauern läuft, sagt das auch schon eine ganze Menge aus. Also das zeigt ganz einfach so, ja, diese kerlige Männlichkeit, die nützt ja auch nichts in der realen Welt. Dieses ganze, hey, der Held wird am Ende halt mit der Knarre irgendwo reinstürmen und dann wird er schon gepackt werden, funktioniert halt ganz einfach in der realen Welt nicht. Da machst du dich halt komplett zur Wurst, wenn du versuchst, diesen ganzen dämlichen Männlichkeitskram zur Schau zu stellen. Im schlimmsten Fall kriegst du aufs Maul.
Ich glaube, die erste Figur, die ihm so richtig Respekt zollt, abseits von seiner Freundin Barbara, ist dieser Bibliothekar. Ja. Der sich auch so mit ihm ein bisschen solidarisiert und sagt, ja, die Richter sind ja auch alle korrupt und überhaupt, ja, machen sie mal. Und überhaupt, ich finde diese Bibliothekssequenz auch recht toll, weil es zum zweiten Mal in dem Film ist, also nach diesen Opening Credits, der auch voller Slow-Motion-Aufnahmen ist, das hat fast schon Peckinpahsche Qualitäten, diese ganzen Erschießungen zu Beginn. Aber dann haben wir diese schnellen, harten Schnitte zu irgendwelchen Zeitungsartikeln und Fahndungsfotos. Und das ist unglaublich dynamisch inszeniert. Also ich fand das richtig, richtig toll, was Castellari hier macht und auch von Seiten des Editings, wie das hier gelöst ist. Weil es ist natürlich eine so undynamische Szene wie geht. Da sitzt einfach ein Mann am Schreibtisch und blättert Akten und Bücher durch. Und trotzdem wirkt es eben in dem Moment wie ein Actionfilm. Ja, Castellari weiß halt, wie man keine Langeweile aufkommen lässt. Ja, das ist echt toll. Es ist halt der Mann, den hast du in Steinbruch gepackt und gesagt, so, hier hast du Kostüme, sag Endzeitfilm. Ja, da kommen wir auch noch eines Tages hin. Mhm. Wenn wir die ganzen guten Sachen besprochen haben. Ja. Mir tut Daniel ein bisschen leid, weil ich glaube, mit ihm habe ich nur einen Castellari besprochen. Das war eben The Last Jaws und der ist auch nicht verkehrt. Aber es ist jetzt kein Premium-Castellari, möchte ich sagen. Ja, aber er hat Vic Morrow. Ja, richtig. Wo waren wir? Nun, Franco Nero war jetzt in der Bibliothek, hat seinen ersten Observationsposten komplett verbockt. Aber jetzt hat er bei den anderen beiden hat er mehr Glück, weil die ertappt er dann direkt bei einem Raub, bei einem Juwelier und hat auch Fotos von ihm. Die Fotos, ja. Genau. Gute oder schlechte Taktik, was er da macht? Das ist, schick mal für den Verbrechern die Fotos. Das ist eine tolle Sequenz, weil dann kommt Tommy in so einen Vorlesungssaal und packt die Dinger einfach so in aller Öffentlichkeit so auf den Tisch und die beiden gucken sich das umgeben von lauter Menschen mal einfach an, wo man die beiden sieht, wie sie mit Pistolen aus dem Juwelier rauskommen und quatschen auch so laut darüber. Ich habe auch so gedacht, gut, okay. Anscheinend war die Ignoranz damals noch größer als heutzutage. Also ja, das unterstreicht ja auch Castellaris These, dass man im Grunde unfähig ist, etwas gegen die Gewalt zu tun. Man akzeptiert sie einfach als Teil des Alltags. Oder ist es irgendwas wie, dass wenn etwas so ganz offensichtlich irgendwo liegt, fällt es keinem auf. Ja, vielleicht auch das, ja. Ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass ich dich eh nicht darauf reagieren würde oder eben nicht darauf reagieren würde, wenn in meinem Beisein sowas geschehen würde. Würde ich wahrscheinlich sagen, also entweder machen die Späßchen und dann tue ich gut daran, es zu ignorieren, oder das sind wirkliche mordende Berufskriminelle und dann tue ich auch gut daran, es zu ignorieren. Ja gut, zugegeben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich würde eine etwas andere Vorgehensweise an den Tag legen, wenn man mir so eine kompromittierenden Fotos zuschickt. Zumindest ein Café oder sowas in der Richtung. Aber gut, okay. Details. Ich fand diese Strategie, um die Gangster einzuschüchtern, erstaunlich mutig für jemanden, der Franco Nero, der zu dem Zeitpunkt schon so viele Rückschläge erlitten hat. Und dann zu sagen, nee, komm, jetzt schicke ich denen das mal und mach einen hier auf dicke Hose. Durchaus, aber gleichzeitig muss man ja ganz ehrlich sagen, er könnte ja den Fall jetzt aufklären. Er könnte ja zur Polizei gehen und sagen, hier, guck mal, der Juwelenraub letzte Woche, da sind die beiden, ne? Aber das macht er ja nicht. Er vereitelt damit ja ganz offensichtlich die Aufklärung eines Verbrechens. Und da ist so das erste Mal, wie zumindest für mich rausgekommen ist, okay, das ist jetzt so ein komplettes Ego-Ding für ihn. Es geht doch gar nicht mehr darum, dass halt irgendwie das Verbrechen eingedämmt wird. Er will diese drei haben, nur deswegen. Es geht dir nicht darum, weil jetzt könnte ja die Polizei ja tätig werden lassen. Er hat ja was. Die ganze Zeit heult er herum, Polizei macht ja nichts, bla bla bla. Jetzt könnt ihr hier aktiv mithelfen, dass die Polizei was macht. Würden sie jetzt nichts machen, könnte zur Presse gehen und sagen, hier, guck, bitteschön, Polizei nichts gemacht. Vielleicht würde ihm das sogar wesentlich mehr helfen bei seinem Vorhaben, als das, was er jetzt macht, weil dann die Presse sagen würde, ja, dieser Mann hat, wieso helft ihm nicht bei seinem Ungemach, was ihm angetan wurde? Stattdessen macht er das hier, weil er jetzt ganz einfach sagt, nein, ich stehe über dem Gesetz. Ich bin der kleine Bürger. Ich lasse mich von den Instanzen nicht mehr ins Boxhorn jagen. An dem Punkt verliert er mich jetzt zwar jetzt nicht so als sympathischen Protagonisten. Gut, ob er davor sympathisch gewesen ist, jetzt vielleicht auch diskutabel. Aber ab der Sekunde denkst du irgendwie, ja, nee, jetzt bist du nur einer von diesen Leuten, die sagen, ey, ich weiß, wie es zu laufen hat. Ich zeige jetzt mal dir, wie der Hase zu laufen hat. Mir wurscht, ich mach's jetzt hier richtig. Weil ab jetzt, was er macht, ist eigentlich nicht mehr wirklich zu rechtfertigen mit irgendwas. Das ist jetzt halt, ich komme zum Anfang zurück, nur noch reines Ego-Gewichse von ihm. Ja, richtig, ja.
eine kurze Pause von dem Zitat rein Ego-gewichste Zitat Ende bekommen wir als uns nochmal so eine größere Dimension der organisierten Kriminalität aufgezeigt wird, weil ich glaube, so ungefähr plus minus zu dem Zeitpunkt, so zur Halbzeit des Films, wird irgendwie auch nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht, nämlich wir sehen einen jüngeren Kommissar bei der Ermittlung gegen so ein Glücksspielsyndikat. Also wir sehen quasi so eine Zockerhöhle. Zuckerhölle? Sagt man Zuckerhölle oder Zuckerhöhle? Egal, die machen dort organisiertes Glücksspiel offensichtlich und dann kommen eben die Bullen und dann packen sie alles weg und spielen Billard mit Mensch, ärgere dich nicht Figuren, was auch immer. Ich kenne die Regeln dieses Spiels nicht, aber ne, machen das und die Polizisten kommen rein und einer der Oberverbrecher sagt, ah, hier Kommissario, gucken Sie mal, wir machen doch hier nur ein bisschen mit unseren Kös und Spielfiguren rum. Und der kommt später auch wieder ins Spiel, aber nicht wirklich in irgendeiner tragenden Funktion. Also diese ganze Glücksspiel-Syndikat-Nummer. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum macht der Film das jetzt? Weil die ganze Zeit bis dahin kleben wir wirklich an der Figur, die Franco Nero spielt. Und an diesen kleinen Kleinstkriminellen, also die wirklich, wie du schon sagst, so unterste Stufe der Nahrungskette, der Hackordnung. Und plötzlich haben wir sowas. Fand ich so ein bisschen... Ja, ich habe mir das dann so erklärt, es zeigt halt, ja, die drei, dass im Grunde genommen, was er da macht, diese drei dämlichen Hansel zu verfolgen, wird überhaupt gar nichts ändern, nix. Die richtig großen Fische sind halt ganz oben und machen halt diesen Kram und ob der jetzt wirklich der richtig große Fisch ist, aber auch noch hingestellt, ich glaube, wenn du eine Spielhölle machst, bist du jetzt auch noch nicht so La Crema, sage ich jetzt mal. Und am Ende kommt das ja wieder so, weil am Ende, ich greife schon mal vor, sorgen ja die Taten von Franco Nero dafür, dass die Polizei die dann endlich mal bekommen, dieser Spielhölle. Und dann sehen wir diesen Typ nochmal, wie er da zur Presse sagt, ja, ich bin heute Abend wieder raus und heute Abend große Party. Und ich glaube ihm das auch. Ich glaube schlicht und ergreifend, das zeigt, also mir hat das gezeigt, Franco Nero macht da unten all diesen ganzen Kram mit bösen Folgen für zumindest eine Person dann später. Und er kommt ja auch nicht unbedingt super dabei raus. Und während er all diesen ganzen Kasper-Kram da macht, die großen Leute werden davon völlig unbehelligt bleiben. Das ist so ähnlich wie hier in der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, dann am Ende auch gezeigt wird, ja, all das hier hat nichts gebracht, außer dass ein paar kleine Fische halt verschwunden sind. Die großen Mafiosi machen weiterhin exakt das, was sie immer gemacht haben. Also alles, was Franco Nero macht, wenn man ganz ehrlich ist, hat keinerlei Sinn. Nichts davon wird irgendeine große Auswirkung haben. Außer, dass er sich am Ende auf die Schulter klopfen kann und sagen, boah, jetzt habe ich es aber einigen Leuten mal gezeigt. Nicht wahr? Gerechtigkeit, das wurde Gerechtigkeit. Der wurde Genüge getan. Ist ja nicht. Die Leute, die halt die wirklichen Schalter in der Hand haben, die sind abends wieder raus und machen eine Party in einem Hotel, wo sie alle einladen. Ich glaube, das sollte mir das zeigen. Aber klar, zu diesem Zeitpunkt des Films ja, aber gegen Ende, am Ende des Tages kann er dann eben doch was gegen die ausrichten, weil durch diese ganze Tonbandnummer, die er da mit Tommy abzieht, dazu kommen wir gleich, dann hat sie nochmal irgendwas angeteasert, was wir erst vielleicht in der Viertelstunde bereden, schafft das ja doch, denen das Handwerk zu legen, mehr oder weniger, ne? Aber doch auch nur kurz, denn es wurde, denn wie sagt schon Tommy dann auch später, was du jetzt gerade machst, doch schlicht und ergreifend dafür, dass die drei dann dir mehr oder minder ins Netz gejagt werden, sondern noch von den Kriminellen. Und das machen die auch deswegen, weil dann kriegen wir Gefälligkeiten von der Polizei. Ich bleib echt dabei. Er am Ende des Tages hat er vielleicht mal ganz kurz so ein Rädchen rausgebaut, aber das dreht sich weiterhin. Es ist unwichtig. Ja, es ist auch etwas, klar, was wahrscheinlich zur Inhaftierung von irgendwelchen Kriminellen im oberen und mittleren Management hier von irgendwelchen Verbrechersyndikaten führen wird, aber das übersteht natürlich keinen Prozess, weil um es mal abzukürzen, damit ich jetzt nicht schon wieder sage, darüber reden wir gleich, sie fälschen quasi Beweise, beziehungsweise sie fälschen die Existenz von Beweisen. Sie schmelzen Kassetten ein, die mutmaßlich beinharte Beweise enthielten für irgendwelche verbrecherische Tätigkeiten bestimmter Individuen und hinterlassen dann nur eine Kassette, worauf es quasi heißt, mal kurz zusammengefasst, ja, auf den anderen Bändern findet ihr dann die wirklichen Beweise. Und die Polizei kommt rein und sagt, oh, die anderen sind wohl verbrannt, aber da muss ich ja wohl irgendwas Belastendes drauf befunden haben. Mhm. Und will heißen, die werden erstmal wahrscheinlich eingebuchtet, aber das wird natürlich keinen Prozess überstehen, die werden freikommen ganz schnell. So schaut's aus. Es gibt keine Beweise für das, was sie tun. So. Yeah. Das muss Carlo erledigen. Carlo muss das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Er sorgt dafür, dass Tommy ihm Waffen besorgt. Ah, Tommy ganz schön schwere Geschütze. Noch ganz kurz, Tommy ist einer der beiden Verbrecher gewesen, die er da fotografiert hat. Der andere kommt gar nicht mehr vor. Der ist dann raus im Film raus. Der hat doch keinen Namen. Also die haben schon Namen. Nee. Die sprechen sich manchmal mit Namen an. Die sagen, ach Guido und hier Giuseppe und was weiß ich. Aber im Abspann werden die auch gar nicht
mit irgendwelchen Namen bezeichnet. Die heißt dann einfach nur Verbrecher von der Straße, neapolitanischer Verbrecher, toskanischer Verbrecher, Verbrecheranführer. Das heißt, Castellari schenkt denen auch keine, misst denen auch keine Wichtigkeit bei den Figuren. Im Grunde sind die austauschbar, wie du schon sagst, ganz, ganz kleine Lichter. Ich war erstaunt über die schweren Geschütze, die er von Tommy haben will. Denn er sagt nicht, besorge mal irgendwie so eine Handfeuerwaffe, so eine kleine, sondern ich glaube, er will mehrere Uzis haben, eine abgesägte Schrotflinte und alle möglichen Sachen, von denen ich mir dachte, das ist selbst, glaube ich, im verbrechensverseuchten Genua des Jahres 1974 relativ schwer zu besorgen, was er da haben will. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Erstens, er hat immer noch keine Ahnung vom wirklichen Verbrechen. Er ist halt einfach nur einer, der vermutlich in irgendwelchen Krimis mal gesehen hat, wie es so ein abgeht. Und ansonsten, die Bankräuber hatten ja immer Uzis gehabt. Und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, hat er gehofft, oh, das ist ein genialer Plan. Jetzt besorge ich mir das und dann verkaufe ich mich als so eine Art Mastermind hinter irgendeinem Plan. Und wenn die Uzis gekauft sind, dann ergibt es ja auch durchaus Sinn, wenn ich dann Leute haben möchte, die Uzis verwenden können. Und dann werden mir garantiert diese drei Leute dann angeboten werden. Ich muss zugeben, der Plan ist ein bisschen unausgereift. Ich glaube nicht, dass diese drei jetzt die einzigen sind, die mit einer Uzi umgehen können, aber es funktioniert ja, wie wir dann später sehen. Anscheinend sind das die einzigen drei in der Gegend, die auch wirklich mit Maschinengewehren dann umgehen können. Der Suspense of Disbelief. Ja, diese muss schon relativ groß sein bei diesem Film. Ich habe den beiden, also Carlo und Tommy, Franco Nero und Giancarlo Preta, auch nicht abgenommen, dass sie sich so schnell näher kommen. Also nicht im Sinne einer Freundschaft, aber das geht relativ schnell von Status zweier Gegenspieler zu, naja, im Grunde haben wir doch gemeinsame Interessen. Ja, das. Zuvor bringt aber, glaube ich, Tommy Carlo noch zu der Prostituierten. Ja, das ist so ein Ding. Da bin ich vielleicht etwas zu weit in meiner Interpretation, aber Tommy will ja im Grunde genommen austricksen und dann abhauen. Er sagt ja eigentlich, ja, die Frau, zu der wir hingehen, ne, das ist eine, die weiß alles. Die kann dir auch sagen, wo du deine drei Typen findest. Aber er erwähnt dann noch, das ist halt die Frau von, keine Ahnung, Safeknacker Johnny. Ich erfinde jetzt seinen Namen, ungefähr so war es gewesen. Und seitdem der eingebuchtet worden ist, macht sie das hier. Und wo ich dann halt ganz kurz so gedacht habe, okay, also es ist halt ganz einfach so, wenn diese Leute dann, also die in Anführungszeichen etwas größeren, bekannteren Namen eingebuchtet werden, hat es halt auch Folgen, auch für ihre Angehörigen. Sie muss sich jetzt prostituieren. Von daher, das, was du jetzt hier gerade machst, könnte vielleicht auch Folgen haben für Angehörige von diesen Leuten. Ist vielleicht etwas weitergeführt, aber das ist auch eine von diesen Stellen, die in der deutschen Fassung rausgeschnitten worden sind, wo ich halt ganz einfach sage, ja, man sieht halt auch ganz einfach mal, das sind nicht irgendwelche Großkopferten, die einfach aus Spaß an der Freude irgendwelche Leute niederschießen. Das sind halt die Leute, die dort Verbrechen begehen, das sind halt Leute, die normalerweise echt auf der untersten Stufe halt der sozialen Hackordnung sind. Nicht, dass sie jetzt ihre Taten jetzt in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt, aber ist halt nichts, wo man sagen könnte, ja, die haben auch Freude daran, das machen sie, weil sie halt Kohle brauchen, die sie sonst nicht anders bekommen würden. Ja, ist mir auch echt stark aufgefallen, weil man eben auch in der deutschsprachigen Synchronisation sieht, dadurch, dass eben viele Stellen im Originalton noch sind oder in der englischsprachigen Synchronfassung, dass sie eben relativ viel rausgeschnitten wurde für die damalige Videoveröffentlichung oder sonst wie Halbkino-Veröffentlichung, auf welchem Medium auch immer. 8mm Spulen, keine Ahnung. Auf jeden Fall stark gekürzt, weil selbst in der langen, in der originalen Kinofassung, in der ungekürzten, sind die Wechsel der Schauplätze und die Handlungssprünge für meinen Geschmack relativ abrupt. Also da passiert unglaublich viel in kurzer Zeit. Diese Allianz zwischen Carlo und Tommy wirkt relativ abrupt, relativ gefestigt und plötzlich ist auch schon Franco Nero in der Gewalt der Bankräuber und wird brutalisiert und all das passiert innerhalb weniger Minuten, scheint unglaublich viel vor sich zu gehen. Und all das fehlt. Also ich meine, dieses Ganze, das wird aber eingebettet in so eine Art Procedural, also Ermittlungsarbeit von Carlo vor allem und da Unbundle mit Tommy. Und das fehlt eben alles in der deutschen Fassung. Ja. Das heißt, im Grunde gibt es ein Telefonat, glaube ich, zwischen Carlo und Tommy. Das bringt jetzt auch niemandem diese Info, die den Film nicht gesehen haben, in der kürzeren oder in der längeren Fassung. Aber gibt es ein Telefonat zwischen Carlo und Tommy wegen der Waffen? Und die nächste Szene in der deutschen Fassung muss mehr oder weniger schon die sein, in der er dann bei der Prostituierten auftaucht. Harter Schnitt, Franco Nero wird fast mit dem Auto vom Auto überfahren. Da hat jemand Sinn für Tempo gehabt. Ja. Ich muss ganz offen sagen, als Extra hätte ich dann tatsächlich die rein deutsche Fassung echt gerne mal gehabt. Nur mal zu gucken, wie die wirkt. Aber gut, ist jetzt halt nicht der Fall. Jedenfalls, ja, wie du sagst, die beiden, also zunächst mal ist ja Franco Neros Plan von Erfolg gekrönt. Ihm werden die drei Bankräuber im Grunde genommen auf dem Silbertablett serviert und er ruft die Polizei an und die Polizei trödelt. Das ist dann natürlich weiterhin ein
Beweis für Franco Nero, ja, die Polizei kriegt ja nichts auf die Reihe. Gut, dass sie jetzt vielleicht auch andere Sachen zu tun haben, als auf eine, ja, hier drei Bankräuber, hier irgendwo außerhalb der Stadt, kommen Sie mal einfach, ja, die müssen wir vertrauen, ist vielleicht am Ende des Tages auch so ein bisschen nachvollziehbar. Vor allem, wenn da anscheinend irgendwo ein Großeinsatz ist. Ja. Was ihm ja Franco Nero dann dem Kommissar auch nicht glauben möchte, sondern einfach sagt, ja, nee, hab's noch nicht gemacht, weil kein Bock, bla, bla, bla. Ja, er ist jetzt mittlerweile komplett in dieser halt Sache angekommen. Ich bin der Einzige, der hier Gerechtigkeit wirken kann. Ich muss meine eigene Gerechtigkeit mir in die eigene Hand nehmen. Die Polizei ist einfach unfähig. Da sieht man einfach auch wieder, die gesamte Welt hat sich nur um ihn zu drehen. Er ist er ist komplett in dieser Rolle aufgegangen. Dieses komplette Selbstmitleid, ach, alle gegen mich. Das ist, finde das schon ziemlich gut eigentlich, wie er von einem, wo man zu Beginn auch sagen kann, na gut, man versteht durchaus so ein bisschen so seinen Groll. Was er jetzt macht, so, der ganze Weg, der jetzt kommt, ist ganz einfach für mich nicht mehr nachvollziehbar. So nach simplen irgendwie, weil jetzt kommen so Sachen, am Ende stirbt ja auch, ich spoiler schon mal. Ja, klar. Tommy stirbt am Ende nur, weil Franco Nero halt der Meinung ist, ich bin das Gesetz. Und dann am Ende auch noch zu scheiße feige ist, dann auch Tommy auch noch beizustehen, wo es drauf ankommt. Mhm. Also, jetzt. Ich fand das auch eine der herausragenden Qualitäten des Films, dass eben alle eher genervt sind von Franco Neros Figur oder eben mit totaler Indifferenz begegnen. Also Polizei ist indifferent im Sinne von, ja, wieso sollen wir uns für dich mehr beeilen als für andere, wir haben gerade Besseres zu tun. Ja. Und alle Verbrecher, die da begegnen, inklusive Tommy, aber eben auch den Bankräubern, verfahren so nach dem Motto, was will der Typ von uns? Ja. Meine Güte, der nervt. Also jetzt haben wir da mal irgendwie da dann Postamt oder eine Bank überfallen, aber meine Güte, jetzt lass uns doch auch in Ruhe. Ja. Während er sich halt denkt, die ganze Zeit, ich schlage hier eine ich bin Batman, ja, im Grunde genommen. Es ist, wie du sagst, der ganze Rest muss halt eine verdammte Ruhe haben und denkt sich irgendwie, wie wir zu Beginn gesehen haben, ey, am Tag finden da 30 Verbrechen statt und jetzt kommt er da durch die Gegend und ist der Meinung, nein, meins ist wichtig. Das müsst ihr doch sehen. Ja, wir sehen es ja auch, aber alle anderen auch. Es ist. Er ist, so böse es halt auch klingt, im großen Spiel unwichtig eigentlich. Das ist jetzt für ihn als Einzelcharakter, uns würde es ja auch nicht anders gehen. Ich will jetzt nicht sagen, ich würde auch sagen, was soll's. Ich würde auch denken, warum hat sich die Welt gegen mich verschworen? Aber im Kontext des Films und der Welt ist sie die unwichtigste Person überhaupt. Ja. Ist halt einfach so. Tut mir auch leid für Franco Nero. Ja. Ich meine, geht uns allen so. Wir haben ja eben keinen Blick auf die Welt als unseren eigenen. Ja. Das ist eben so. Bloß, wir können abstrahieren. Das ist natürlich auch eine menschliche Qualität, die offenbar Franco Neros Figur nicht hat. Mhm. Also will heißen, einfach anerkennen, dass es auch noch andere Menschen gibt, dass sich nicht alles um einen selber dreht, dass wahrscheinlich die einfach in seine Wohnung auch nachts eingestiegen sind, weil die eben gerade zur Verfügung stand oder aufgebrochen werden wollte und nicht, weil sie gesagt haben, ach, hier, guck mal, da lebt der berühmte Ingenieur Carlo Antonelli, dem zeigen wir es mal. Beschmutzen das Erbe seines Vaters. Mhm. Solchen Weitblick hat eben Carlo nicht, ja. Mir hat der Abschied des Films wirklich gut gefallen, auch weil er toll vertont ist. Es gibt fast schon so eine Art Rockmusik auf der Tonspur hier von Guido Maurizio De Angelis. Also wirklich auch relativ unkonventionell für die beiden, die ja eher so, die ich immer so eher für ihre Disco-Klänge in Erinnerung habe. Sehr Synthi-lastig, aber in dem Fall, also holen sie richtig die Gitarren raus und das klingt schon alles sehr toll, dieses Geschrabbel, muss ich sagen. Sehr ungewöhnlich. Und es ist auch wieder leicht kommentierend, das Geschehen, oder? Ja. Also wie bei Kiruma. Also anscheinend Castellari und die Oliver Onions, das war schon eine relativ gute Kollaboration, wenn sie sich zusammengetan haben. Ja, und die Sequenz, in der Franco Nero von einem der Gangster da mit dem Auto brutalisiert wird, das ist schon, die geht unangenehm lange tatsächlich. Mhm. Also bis ich fast schon so taub wurde von all der Gewalt. Und tatsächlich, Franco Nero ist ja anscheinend auch echt diesen Berghügel zumindest zur Hälfte runtergehopst. Also der Mann hat noch Einsatz gezeigt. Das war auch so ein Gedanke, ja. Ich dachte, ich glaube ja doch, das ist Franco Nero auf dem Autodach. Ja. Oder auf der Motorhaube. Scheiße. Ja. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie der hingekommen ist. Also sie haben Erfolg und nachdem er halt mit Tommy auch so ein bisschen gemenschelt hat und die beiden sich im Grunde genommen, sie sind jetzt auf einmal, sagen wir mal so, zumindest vage befreundet. Also sie sind nicht mehr arg zugetan, sondern halt mehr oder minder, da Sympathie. Ist sie jetzt so ein bisschen Sympathie, man versteht sie auch so ein bisschen, man weiß, wo man herkommt, alles klar. Mhm. Und deswegen hat Tommy ihn jetzt halt aber in die Fänge dieser drei Bankräuber gebracht, die, wie du schon gesagt hast, sich nur fragen, was will der eigentlich hier? Den kennen wir doch. Der hat ja damals schon genervt.
Ja, jetzt kriegt er nochmal. Aber hier, sie kennen ihn noch, immerhin. Ja, ja, gut. Ich meine, doch demütigender wäre gewesen, wenn sie gesagt hätten, wer bist du? Ja, das wäre eine gute Idee gewesen tatsächlich. Na gut, aber sie kennen ihn ja zumindest noch, weil ihn halt auch schon damals auf den Sack gegangen ist. Und verprügelt ihn nochmal so richtig und natürlich ist Falco Nero der festen Überzeugung, ah, der Tommy hat mich verraten. Nee, wieso? Er hat genau das gemacht, was du wolltest. Er hat dich zu ihm gebracht und du keinen anderen Plan hast, ist es nicht sein Problem, oder? Ja. Beziehungsweise, warum soll er sich ans Messer liefern, während du hier deinen Rachefeldzug abziehst? Und da wird halt eingesperrt, der Falco Nero, aber dann tut Tommy das Blödeste, was er tun konnte, er befreit ihn wieder. Ja. Aber dass Tommy ein doppeltes Spiel spielt, der Gedanke ist mir auch gekommen. Der Film ist ja einfach, ich hätte es eigentlich doof von mir, dass ich so gedacht habe, weil der Film ist sehr, sehr geradlinig. Wenn Leute porträtiert werden als einfach faul und indifferent, sind sie in der Regel einfach faul und indifferent. Und wenn sie rachsüchtig sind und tump, sind sie rachsüchtig und tump und nicht irgendwie insgeheim doch eigentlich ganz, ganz schlau und smart. Nee, also, und bei Tommy dachte ich auch immer, der spielt doch hier mit gezinkten Karten. Der hat bestimmt hier, der ist quasi so als Doppelagent unterwegs und spielt jetzt gegeneinander aus, wie unser Protagonist in Jojimbo. Nee, also ist nicht der Fall. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Carlo Antonelli also unter der Hand von Tommy am Ende so eine Come-Up-ins erlebt und sich dann rausstellt, aha, Tommy hat die ganze Zeit hier die Feen in der Hand gehabt und Carlo einfach nur so gespielt wie seine Marionette. Weil er quatscht ihn ja auch, er bestärkt ihn ja auch in diesem doofen Plan, also was heißt doofen Plan, in diesem Plan, seinen eigenen Tod vorzutäuschen und diese Kassettenbänder zu hinterlassen. Und ich dachte, das ist alles so merkwürdig. Also der wartet doch jetzt ab, bis irgendwie hier Franco Nero, also Carlo, das alles arrangiert hat und bringt ihn dann selber um die Ecke, einfach weil er ihn loswerden möchte. Aber nee, Tommy ist eigentlich loyal. Ja. Aber eben auch nicht der Schlauste. Nee, aber zumindest hat er einen Plan gehabt. Ja. Weil ich meine, Franco Nero, also Carlo, dessen Plan ist einfach nur, ja, ich gehe hin und mache irgendwas. Ja, was denn? Ja. Weiß ich nicht, ich mache irgendwas. Wenn ich jetzt, ist ja... Ich meine, er hat ja nicht mal eine Waffe gehabt, glaube ich, als er hingegangen ist, oder? Ich meine, die meiste Zeit läuft er sogar waffenlos durch die Gegend. Ich weiß ehrlich, wenn ich das Ganze jetzt so retrospektiv betrachte, ich weiß echt nicht, was eigentlich sein großer Masterplan ist. Was denkt er eigentlich, was er machen will? Er geht also zuerst die Polizei rufen. Gut, hat jetzt so nicht geklappt nach seinem Willen, aber was ist sein großer Plan? Ja, das ist einfach nur dieses dumpfe, ich gehe hin und dann wird das schon klären, weil ich bin ja der große Carlo. Wenn die mich sehen, dann erstarren sie vor Ehrfurcht, weil ich habe sie ja aufgespürt. Damit rechnen sie nämlich nicht. Er hat nichts, er hat gar nichts. Also er ist halt, ich meine, ich jetzt auch nicht. Ich muss ja, leider muss ich ganz offen sagen, so am Ende des Tages muss ich ja sagen, hätte ich jetzt so, also mir brennt der Regen vor Zorn, ich würde vermutlich relativ ähnlich wie er handeln, ganz einfach irgendwie, ja, ich mache jetzt einfach mal. Und dann am Ende halt im schlimmsten Falle irgendwo verscharrt werden, weil sich die Verbrecher denken, wir sind dit. Mhm. Ja, keine Ahnung, erstmal schießen. Er ist ein Schluffi. Er ist wirklich, also, er ist eben so vollkommen anders als die Charles Bronson-Figur in Death Wish. Und ich glaube, obwohl das deutsche Kinoplakat und auch, ich glaube, die italienischen US-Versionen von irgendwelchem Marketingmaterial uns vermitteln möchten, hier handelt es sich um eiskalten Rache-Thriller mit Franco Nero als proaktiver Figur, die einfach alle Gangster klein macht und die ihn eben abbilden mit gezückter Knarre in der Hand und grimmigem Blick. Ist der Film das eben nicht? Und deswegen gefällt mir eben auch der Originaltitel Il Cittadino si ribella, beziehungsweise Ein Bürger setzt sich zur Wehr, so viel besser als sowas wie Ein Mann schlägt zurück oder Street Law, weil das klingt so nach oberflächlichem, martialischem Männerskino. Das ist wirklich so, da wird nun mal richtig wahre Männlichkeit porträtiert und irgendwie Furchtlosigkeit und gegen das Gesetz, weil uns bleibt ja keine andere Wahl und denen zeigen wir es mal, den da oben und den da unten und allesamt und am Ende hier tritt Franco Nero da triumphierend raus. Und dieses auf seinen Status als normaler Bürger, also der sich auch in diesem gesellschaftlichen Konstrukt befindet, dem man nicht entkommen kann, das eben noch nach ganz eigenen Regeln funktioniert, denen er auch gehorchen muss und von denen er sich eben nicht frei machen kann, weil er eben einfach nur irgendeine Person ist, einer von 100.000 Menschen, die in dieser Stadt leben und nichts Besonderes ist. Das finde ich eben auch so stark an dem, also an dem Titel, Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Umso schader, dass es eben in der Ein-Mann-schlägt-zurück-Variante in der 80-minütigen alles so fehlt. Und die irgendwie, glaube ich, auch wirklich versucht haben, da so einen reinen Rache-Action daraus zu machen. Aber so, ja. Und ich meine, er ist ja sogar in seiner Rolle als Bürger ist er im Grunde genommen völlig, ich meine, noch nicht mal wirklich komplett ausgereift. Er hat ja noch nicht mal Barbara Bach geheiratet. Nein. Selbst die Ehe scheute er sogar.
Es ist alles so wahnsinnig unverbindlich. Habe ich mir auch gedacht, als sie sich wieder versöhnen, nachdem er halt ein paar gelangt hat. Ich sage das so, als sei es etwas Lapidares, aber es ist eben wirklich auch ein harter Gewaltakt. Also er schlägt ihr einfach ins Gesicht, nachdem sie, ich möchte mal sagen, etwas ratlos darauf reagiert, auf seinen Geisteszustand nach diesem Banküberfall und dieser Geiselnahme. Mhm. Und danach trifft er sie dann halt wieder an ihrem Arbeitsplatz und sagt, ja komm, tut mir leid wegen letzter Nacht. Ja, passt schon, alles klar oder so. Aber es ist alles so, das Bild, ist so merkwürdig gibt, unverbindlich. Das Bild, was ihm gibt, ist großartig. Hier, das ist ein Glücksbringer. Mehr oder weniger, der symbolisiert ja dich. Und dann ist das irgend so ein völlig traurig dreinblickender, völlig durchhängender kleiner Jagdhund. Ja. Und ich so denke, das passt schon. Die hat dich erkannt. Ja. Ja, und nicht nur das. Ich meine, wir müssen ja auch ganz klar sagen, sein ganzer Knatteradasch, den er macht, es gibt ja dann ganz kurz die Sequenz, wo die beiden dann entkommen sind, hier von den Gangstern, wo sie erstmal zu ihm nach Hause fahren, die Feuerwehr da steht, weil anscheinend ist wieder eingebrochen worden in seiner Wohnung und Feuer angezündet worden. Für einen kurzen Augenblick dachte ich auch, okay, haben die das Barbara umgebracht oder sonst was mit ihr gemacht? Das war dein Gedanke und mein Gedanke war, Tommy spielt ein doppeltes Spiel. Er sagt eben, komm, nee, lass mich das klären. Er geht dahin, spricht mit irgendeinem Menschen in der leitenden Funktion, Polizeimann, Feuerwehrmann, wie auch immer, irgendein anderer Mann, irgendein Typ, kommt zurück und sagt, ja, hier, das hat er mir gerade gesagt. Und ich dachte mir, ja, hat er das wirklich gesagt? Gut, war bei mir schon weg. Ich hatte den Film ja, wie gesagt, vor Jahrzehnten mal gesehen und deswegen wusste ich schon, ja, nee, der Tommy ist eigentlich schon guter. Aber ich hatte halt komplett vergessen, was mit Barbara Bachs Figur passiert ist. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich halt echt, ja, okay, vielleicht ist sie, das ist in diesem Film ja in der Zeit halt relativ, in Anführungszeichen, beliebt gewesen, sie ist vergewaltigt worden oder sowas in der Richtung. Oder gar noch Schlimmeres, also vielleicht umgebracht. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich halt echt irgendwie, ja gut, wunderbar, super, jetzt bist du ist deine Freundin getötet worden, weil du nicht klargekommen bist mit deinem Leben. Mhm. Also das ist halt auch die Sache eher. Er verliert ja komplett aus den Augen, was eigentlich mit anderen Leuten ist. Selbst ihm nahestehend, ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist ja sogar Tommy ihm mehr oder minder nahestehend. Das verliert er völlig aus dem Blick. Einfach nur noch, nein, ich gehe das jetzt konsequent durch. Konsequent. Ich meine, Tommy sagt ihm ja sogar, lass dich in Schutzhaft nehmen, da bist du zumindest in Sicherheit. Nee. Jetzt nicht, ist hier nicht. Er schlägt ja alles komplett in den Wind, was nachvollziehbar wäre. Wir haben hier den komplett dumpfen Wutbürger, der so komplett noch konsequent den Weg auch zum Ende geht und halt echt einfach nur einen Scherbenhaufen hinterlässt. Lange bevor es den Begriff Wutbürger gab. Ja. So ist es. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der Plan mit dem Scheintod und diesem akustischen Vermächtnis auf den Tonbändern, in denen eben dann hat Franco Nero Sachen diktiert wie, ja, es gibt irgendwie eine zwingende Beweislast gegen diese und jene Kriminellen und ich habe das alles rausgefunden und egal. Er verschwindet von der Bildfläche, der lässt einen verwüsteten Arbeitsplatz, einen eingeschmolzenen Tonbänder, Kassetten und irgendwie ein, zwei Kassetten, die eben besagen, auf den anderen Kassetten waren die ganzen Beweise, schade, dass sie verbrannt sind. Also das sagt er natürlich nicht, aber so ist die Sachlage. Kommissar kommt rein und sagt, aha, okay, jetzt können wir einige Leute dingfest machen. Das geschieht dann auch, wenn man aber auch bereits gesagt, das ist aber irgendwie auch alles so ein blöder Plan und fingierte Beweise, die natürlich keinem juristischen Prozess standhalten. Egal, wir haben auf jeden Fall einen großen Showdown in dieser Lagerhalle, wo es dann eben wo er den Leuten an die Wäsche will, beziehungsweise ans Leben will, nach dem Leben trachtet, an die er nicht rangekommen ist durch diese fingierten Beweise, nämlich den ganz kleinen Kriminellen. Ja. Und das muss man vorher auch noch ganz kurz sagen, da sieht man nochmal, was die Ehre unter Ganoven dann auch noch so wert ist. Ja. Mit gar nichts, weil natürlich die Unterwelt weiß genau, warum die Polizei jetzt ankommt. Nämlich wegen diesen drei Hanseln. Und da ist nichts mehr mit irgendwie, ja, wir helfen euch ja natürlich nie. Sogar Leute, denen ja zumindest wird das so angedeutet, wo vorher immer gesagt worden ist, ja, wenn das ist, kommt her, wir sind eure Freunde. Die würden dir eiskalt ans Messer liefern. Einer von den drei Bankräubern geht ja zu einem Kumpel, der dann sagt irgendwie, ja, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Und zu diesem kurzen Zeitpunkt, also nicht, dass sie mir leid tun, aber wo ich auch so gedacht habe, ja, jetzt seid ihr ganz einfach nur ganz dumme arme Schweine. Ihr habt im Grunde genommen nur das gemacht, was all die anderen von euren Freunden und Kollegen auch machen. So, und ihr habt nur das Pech gehabt, an irgendein Dödel zu geraten, der es nicht kapiert hat, wie das halt alles läuft. Jetzt seid ihr am Arsch, ganz einfach gesagt. Jetzt müsst ihr sehen, wie ihr klarkommt. Jetzt seid ihr die einsamsten Menschen auf Gottes weiter Welt. So, Enzo G. Castellari, ich glaube, da ist es dann nämlich, in seiner Nebenrolle als Man on Port, schickt den einen in die Wüste und sagt dann, auf mein Schiff kommst du nicht. Ja, richtig.
Du sagst es eben, Castellari kann jetzt aus dem Steinbruch was Interessantes rausholen und eine bezaubernde Szene machen. Hier im Finale schafft er aus einer leerstehenden Lagerhalle ein fantastisches Spannungsszenario. Ja. Also ich habe noch nie eine so schön ausgeleuchtete und so toll kinematografisch eingefangene Lagerhalle erblickt. Also okay, ist vielleicht ein bisschen zu hyperbolisch jetzt, aber will ich sagen, noch nie zuvor. Aber sieht schon verdammt toll aus mit einem wirklich tollen, tollen orchestralen Score von den De Angelis Brüdern. Also dieser ganze, also wenn Franco Nero da diese Lagerhalle betrifft und die Kamera nicht rauszoomt oder irgendwie rausfährt, sondern quasi rausschneidet und er immer kleiner wird und dieser Lagerhalle fast verschwindet. Das ist so, so toll, ein so tolles Filmbild. Ich war ganz verliebt, muss ich sagen. Aber wir müssen vorher auch noch ganz kurz erwähnen, die beiden, also Tommy und Franco und Carlo, haben sich eine Zeit lang in einem Versteck aufgehalten, während halt Franco Nero da halt sitzt und nichts macht. Er geht halt Tommy raus und macht halt den aktiven Part und wird dann halt von den drei aufgemischt und auch ziemlich übel zugerichtet. Ja. Und dann wird auch mehr oder weniger gesagt, ja, hier die Lagerhalle, komm mal dorthin. Und dann, und ob Franco Nero das wirklich gemacht hat, ist aber hingestellt, er geht ja auch nur aus diesem Versteck raus, weil sie halt das Ding in Flammen setzen und dann kommt halt so ein Showdown. Und das war so der Punkt gewesen, wo sie dann halt komplett rausstellt, ja nee, der Mann ist nix, der ist kein Rächer. Er hat jetzt zwar ein Maschinengewehr, wundervoll, aber er ist, da ist nichts mit Actionheld. Er ist ein feiger Hund, ganz einfach gesagt. Also es gelingt ihm halt, diese drei Leute dann aufzumischen und auch zu erschießen, aber die Kosten sind ja ganz einfach, Tommy wird umgebracht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo er halt Winden liegt und halt auch wirklich Carlo, also Franco Nero anfängt, er hilft mir doch mal, macht er gar nichts. Der bleibt dann in seinem Versteck und dann mache ich nichts. Dann kommt so ein Moment von komplett absurder Komik, wo er ihm eine Handfeuerwaffe hinwirft. Als Tommy da schon völlig ihm ist ja in alle Gliedmaßen geschossen worden, der ist ja fast am Ende und er wirft ihm da eine Handfeuerwaffe hin. Und ich dachte so, was soll das? Was ist denn das für Quatsch? Du warst die verdammte Uzi. Wenn du schon der große Actionheld sein willst, den du die ganze Zeit vorgibst zu sein, dann komm jetzt raus, mach irgendwas. Von mir sterbt den scheiß Heldentod. Aber da verreckt gerade der Typ, der wegen deinem ganzen Kasper-Kram in diese Situation reingekommen ist. Jetzt, du willst ein Mann sein, dann sei doch jetzt auch ein Mann. Aber nix ist. Er bleibt halt zusammengekauert in seinem dämlichen Ding drinne und schießt aus der Deckung, während bei Tommy auch sehr, im Grunde genommen sehr witzig die Handfeuerwaffe weggeschossen wird. Ja, und Tommy gelingt es halt noch einen mit so einem Bagger, halt einen von den Verbrechern niederzumachen, aber dann wird halt niedergeschossen von einem anderen, von hinten. Ja. Ja, den macht Franco Nero dann halt fertig, aber was ist es noch wert? Tommy stirbt in seinen Armen. Toll. Je länger wir über den Film reden, desto unsympathischer wird bei Franco Neros Figur. Ich war auch während des Guckens nicht wahnsinnig begeistert von ihm, aber jetzt wird mir erst alles nochmal so richtig deutlich klar. Unangenehm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei meinem Filmvergnügen zuträglich ist. Weil jetzt erinnere ich mich auch gerade an die Szene, in der er vermeintlich einen der Baddies umbringt, nachdem er ihn da eben mit dem Auto brutalisiert hat, der Baddie, und dann erstmal Tommy für ihn aufklären muss, nein, der böse Junge ist gar nicht gestorben, du hast ihn nur schwer verletzt, aber er liegt im Krankenhaus und wird überleben. Weil selbst daran droht ja dann auch Carlo fast zu zerbrechen. Stimmt. So, nein, ich habe ihn umgebracht. Also er will die ganze Zeit einfach nur Rache, 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 Mord, 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 Tod, 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 Usis, Usis, Usis. Und wenn er dann einen umbringt, ist es so, oh Gott, ich habe ihn umgebracht. Ja, er ist die Quintessenz von wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ah, sehr schön, ja, genau so. So, jetzt jedenfalls hat er seine Rache bekommen. Wundervoll. Die Polizei will auch irgendwie jetzt langsam mal einen Schlussstrich drunter ziehen und sagt irgendwie, komm, wir haben sie erschossen, wir haben dich befreit, du warst verschwunden. Ja, jetzt kommt der politische Kommentar. Ja. Aber durchaus auch nicht unpassend, ganz ehrlich. Ganz einfach, du, pass auf, wir haben das alles gemacht, ist alles gut. Wir nennen es mal ein Gentleman's Agreement. Das ist sehr schön. Ich fand das Ende bitterböse, ironisch, lustig, weil es ist natürlich, also ich dachte mir, dieses Ende am Ende von Ein Mann sieht Rot oder irgendeinem anderen Film, in der eben die rachenehmende Figur als so ein heroischer Charakter porträtiert wird, finde ich das als komplett nachvollziehbar, dass die Polizei sagt, okay, jetzt lass uns das Ganze mal so ein bisschen unter den Teppich kehren. Wir sagen, wir haben die ganze Arbeit gemacht, deine Existenz verneinen wir einfach, du hast damit nichts zu tun, wir lassen dich frei, wir lassen dich gehen. Sonst kommen Leute noch auf den Gedanken, dass Selbstjustiz funktioniert. Mhm. Selbstjustiz, über die Qualität des Berufs Selbstjustiz möchte ich gar nicht jetzt hier auch irgendwie diskutieren. Sagen wir mal so, es funktioniert, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen und einfach Verbrecher abzuknallen. So. Hätte ich einigermaßen passend gefunden. Am Ende dieses Films, wo wir eigentlich Franco Neros Figur nur in einer
fortlaufend scheitern sehen und daran fast zerbrechen sehen, an dem, was er da unternehmen will, dann gesagt zu bekommen, so von dem ähnlich schluffigen Kommissar, ja, du warst einfach zu effektiv, da müssen wir mal aufpassen, oder zumindest dass die Leute die Wahrnehmung kriegen, dass du mehr bist als der Schluffi, der du bist, nämlich irgendwie so eine Art Held. Mhm. Und dann sagen wir mal, das war unser Verdienst. Und das fand ich dann schon richtig geht lustig, dass er im Grunde nur in einem Fort versagt und am Ende auch noch seinen im weitesten Sinne besten Freund oder einzigen loyalen Vertrauten verliert. Durch eigene Schuld. Mhm. Und dann gesagt bekommt so, ja, komm, das kehren wir aber unter den Teppich. Und es gibt ja noch einen Schluss danach, weil dann geht er mit Barbara raus und hört dann schon, wie irgendein Mensch ihm genau die gleichen Sachen sagt, die er zu Beginn zu dem Kommissar gesagt hat. Nämlich dieses, ja, was muss denn noch alles passieren? Ja, ihr kommt ja nur, wenn es Tote gibt, bla bla bla. Und keiner hilft mir, bla bla bla. Im Grunde genommen fast eins zu eins der Wortlaut, dem er zu Beginn gebracht hat. Und dann sind wir Franco Nero, wie er diesen Menschen betrachtet. Und dann fängt er an zu lächeln und dann Standbild. Und ich finde, dieses Lächeln ist so verdammt mehrdeutig. Ist jetzt irgendwie so ein, ist irgendwie, ja, so dumm war ich auch mal. Oder beziehungsweise, ja, endlich wachen die Leute auf, nicht wahr? Die Leute lassen das nicht mehr mit sich machen. Obwohl wir gerade gesehen haben, wie sie komplett sich und andere Leute in die Scheiße reiten. So nach dem Motto, Franco Neros Figur hat nichts gelernt. Gar nichts. Im schlimmsten Fall sieht sie sich noch als Held an und denkt sich irgendwie, ja, ich bin ein leuchtender Vorbild für diese Leute, obwohl sie gar nichts von mir wissen. Also am Ende des Films steht halt ein kompletter moralischer Scherbenhaufen. Ja, ich glaube, das kann man auch doof finden, ehrlich gesagt. Und ich würde auch Leute verstehen, die sagen, das ist doof, das ist ein doofes Ende. Wir müssen ab diesen Antitypen die ganze Zeit ertragen, Antihelden, aber auch einfach, ich möchte nicht mal sagen Antihelden, er ist ein Nichtheld. Mhm. Müssen wir erdulden, das ist eben kein Maurizio Merli wie in tausend einem anderen Poliziotteschi, an dessen Rechtschaffenheit und Integrität wir niemals Zweifel haben. Die tun vielleicht mal so krumme Dinge und handeln nicht ganz sauber und manchmal ist es auch schon ein bisschen brutal, aber im Grunde haben sie recht mit dem, was sie tun. Und hier sehen wir eben 90 Minuten einem Mann bei Dingen zu, die er nicht tun sollte und er kann sie doch nicht mal richtig gut und am Ende kommt er, also das war meine Interpretation dieses Freeze Frames mit dem grinsenden Franco Nero, nicht nur mit dem blauen Auge davon, sondern auch noch mit dem Gefühl, ja doch, ich glaube, ich hatte recht, ich glaube, das war gut, dass ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Ja. Und das ist schon sehr bitter. Ja, also soll man mal nicht sagen, dass Enzo G. Castellari nicht politische, also er soll mal gesagt haben, hier bei dieser Kinovorstellung, wo wir damals waren, da gab es ja auch irgendwann einen Giallo zu sehen, hier Cold Eyes of Fear, den er gemacht hat und da hat halt der Moritz, heißt der glaube ich, Markus oder Moritz, verdammt. Moritz. Danke, Entschuldigung, Moritz. Tut mir leid, dass ich dich hier zu Markus, das war nicht meine Absicht, wenn du das jetzt hören solltest, ja, peinlich. Hat er dann ganz kurz auch eine Einleitung zu Cold Eyes of Fear gemacht und da hat er Enzo G. Castellari halt zitiert, dass der ja wohl keine politischen Filme gemacht hätte. Doch hat er. Also das ist jetzt ziemlich eindeutig einer. Und also deswegen, da ist der werte Enzo G. Castellari vielleicht ein bisschen zu bescheiden gewesen in seiner Karriere. Ja. Der ist schon einer von den Großen gewesen. Also, er ist einer von den Großen, ja. Ja, er lebt ja noch zum Glück. Also ich meine, ich glaube zwar nicht, dass er heute nochmal wirklich ein großes Ding rausbringen wird. Ich glaube, schon bei Guillaume habe ich damals mal erwähnt, sein großer Endplan war irgendwann nochmal so einen richtig opulenten End-Italo-Western zu machen, wo sie alle nochmal auftreten sollten. Also Thomas Millian, hier Franco Nero, ich glaube sogar Terence Hill und Giuliano Gemma. Mittlerweile sind die leider alle tot. Also von daher, da sind wir nicht mehr werden. Ja, fast alle, okay. Aber ich glaube nicht, dass Franco Nero jetzt auch nochmal, gut, okay, für Enzo G. Castellari würde es vielleicht nochmal machen, weil die beiden sind ja auch relativ gut befreundet. Aber halt dieser groß opulente Endwestern, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Wir tun weiterhin unser Bestes, um einfach das, ich wollte gerade sagen, das Erbe von Enzo G. Castellari hier auf den Podest zu hieven, aber noch ist er ja nicht tot, wie gesagt. Ja. Also er theoretisch bestünde noch die Möglichkeit, dass er noch mal was macht. Ob es mit Franco Nero ist, bleibt zu bezweifeln. Ein großer Film nochmal mit ihm und mit Fred Williamson, beide zusammen. Das wäre es doch. Das wäre ein opulentes Alterswerk, das würde ich mir gefallen lassen. Ja. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass es wird. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Also, beziehungsweise einfach diesen Film hier mit reingetragen hast ins Bahnhofskino. Ich bin immer wahnsinnig glücklich und dankbar für solche Filmvorschläge, weil der Poliziotesco jetzt kein Subgenre ist des Actionfilms des italienischen Kinos, in dem ich mich wahnsinnig heimisch fühle. Und da entdecke ich gerne mehr und viel und Gutes. Und der hier war sehr, sehr gut. Sehr ja, schön, dass es dir gefallen hat. Es ist ja auch immer ein Risikospiel. Da komme ich ums Eck und dann, ja, ich guck mal. Und dann am Ende, ja, war nett.
Das ist immer das Schlimmste, was man sagen kann. War nett. Aber der war gut. Der war sehr gut. Wir haben noch zwei, drei Filme in Castellari schaffen, die auch noch der Beredung wert sind. Aber erstmal, André, wo kann man dich noch hören? Wo kann man dich noch lesen? Wo kann man dich noch sehen? Möchtest du auf irgendwas hinweisen? Wenn ihr noch hören wollt, wie ich auch manchmal in deinem Podcast, auch in deinem Filmpodcast auch manchmal über Filme spreche, aber auch oft häufig über irgendwelchen Kram, der nichts mit Filmen zu tun hat, glotzkast.de. Ja. Ansonsten gerne könnt ihr mich bei Letterboxd finden. Wenn, ich sag mal so, wer mich finden will, der findet mich da schon, denke ich mal. Die meisten Leute, die das hören, kennen mich da vermutlich auch schon und folgen mir dann im günstigsten Fall. Ja. Ja, man muss es ja machen am Ende einer solchen Folge. Man muss auch fragen, wo man dich findet, aber ich denke mal auch, die meisten Leute finden dich bereits und wenn sie es noch nicht tun, sollten es dringend tun, weil André ist für vieles gut. Danke. Auch sehr kundige Meinungen zum italienischen und japanischen Kino und vielem, vielem mehr. Und ich freue mich bereits aufs nächste Gastspiel hier an dieser Stelle. Jederzeit gerne. Danke. Dann danke, dass ich hier sein durfte. Und dann sage ich mal noch einen schönen Resttag. Dir auch. Bye, bye.